So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Diese Folge wird etwas kürzer, beziehungsweise es wird sogar eine Einzelfolge für diese Folge. Für diesen Tag, genau wie morgen. Denn im Moment herrscht ziemlich viel Stress bei mir in der Schule, weil wir schreiben noch jede Menge Arbeiten. Eine Projektarbeit muss noch abgegeben werden und sowas. Deswegen gibt es da halt nur eine Klausur, eine Folge am Tag, weil ich bislang mehr nicht geschafft habe. Und ja, das bitte ich um Verzeihen, zu verzeihen, so. Und ja, heute, morgen kommt halt eine Folge nur. Und dann Samstag sollte der Normalbetrieb wieder losgehen. So, genau. Hier bauen wir jetzt erstmal kurz das Viertel aus, weil wir sehen ja, wir haben wieder Nachfrage bekommen an Leuten, deswegen ziehen wir hier einfach mal nach. So, dann haben wir das auch schon geklärt. Hier oben ist die Frage, machen wir hier oben noch rein als Kurve oder so was? Gucken wir mal. Ja, verlieren wir zwar ein Feld, aber okay, das ist ja nicht das Schlimmste. So. Dann machen wir das hier mal kurz weg. Dann kommt hier Wohngebiet rein. Hier auch. Da machen wir noch einen Abzweig zwischen. Dann da auch. Dann machen wir bis hier oben halt noch eine Straße rein. Ja, dann ziehen wir hier noch dazwischen. So. Können wir das Gebiet da auch sinnvoll nutzen. Oder dementsprechend nutzen, wie wir das hier aufgeteilt haben. So, dann kann das da noch rein. Dann müssen wir mal schauen, wie sich hier das Gleichgewicht so verteilt. So. Ich will endlich das Gebiet hier unten voll kriegen. Und hier fahren wir ja noch ganz gut. Hier fahren auch viele Fahrzeuge lang, die uns die Auffahrt vollmüllen. Ich reiß das mal kurz ab, weil wir sehen ja, was hier unten lang fährt, wo die hinwollen. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Dann sollen die entweder direkt oben über die Autobahn fahren oder keine Ahnung wie. Und hier machen wir das dann. Eigentlich könnten wir hier oben die Hauptstraße lang laufen lassen. Ich will mal kurz was gucken. Geht das? Weg mit dir, weg mit dir. Du solltest ja hier noch eine normale Stromversorgung haben. Fragt sich halt nur, für wie lange. Dann ziehen wir hier einfach mal die Straße geradeaus. Und dann gucken wir mal, ob das hier hinten rumgeht. Ja, das geht. So. Machen wir das so einfach so, dann reißen wir das nochmal weg. Das kommt ja auch nochmal kurz alles weg. Ist ein bisschen blöd wie der Einwohner. Jetzt hier. Aber lieber abreißen. Und auf was Neues hoffen. Als hier sitzen und fuck. So. Nee, das war zu weit. Kann man noch einen zurück. So. Dann kann man nämlich hier die große Auffahrt machen. Dann machen wir hier die Ampel aus. Nur damit es wieder so aussieht, als wenn hier irgendwas wäre.
machen wir das dann so. Das kann weg, die kann weg. Hier oben können auch alle weg, weil die brauchen wir nicht. So. Dann haben wir das wieder erledigt. Ich hoffe, die fahren dann auch mal hier oben auch lang. Genau, hier können wir noch das machen, da können wir noch das machen. Hier oben ist Industrie, was? Okay, das schließen wir da mal nicht an. Dann machen wir das mal wieder vollständig. So, dann könnten wir noch... Ja, Mahlzeit, das war wieder die Tür. Dann könnten wir entweder hier mal Einbahnstraßen reinlegen. Ich will jetzt mal gucken, genau, das geht in die falsche Richtung. Ja, mit dem Musen ist das jetzt auch blöd. Die fahren nämlich auch in die andere Richtung. So, die fahren nämlich hier in beide Richtungen. Oder fuhren besser gesagt. Wir haben den jetzt ja abgerissen hier. Ach Menno, ich kann doch hier einfach nur die Buslinien anschauen, Verkehr. So. Ne, der fährt da eh lang, also ist es egal, gut. Und zurückkommen tut er eigentlich auch da. Dann haben wir das ja supi gemacht. Ich hoffe, die fahren jetzt nicht alle hier hin, an den LKWs. Oh, doch. Okay, da ich euch nicht haben will, da ihr da alle reinfahrt, die die ganze Einfahrt blockiert. Sollt ihr einfach mal weiterfahren und dann entweder hier hinten euch eine Abfahrt suchen oder halt nicht. Genau, hier oben ist keine Ampel. Das geht, hier unten ist aber eine. Ja, die blockieren jetzt hier wieder alles, weil sie erstmal raffen müssen. Das geht da nicht lang. Weil der Bahnhof ausgeschaltet ist. Dann fahren die jetzt nämlich hier oben lang. Dann haben wir nämlich den Stau nur noch in eine Richtung. Und zwar von hier weg. Ja, die können ja auch meinetwegen da bleiben. Die haben wahrscheinlich die Ausfahrt verpasst oder so. Wir müssen das erstmal alle lernen, dass das nur noch hier oben lang geht. Aber bis sie das gelernt haben, haben wir hier auch den Verkehr ordentlich laufen. So ist jedenfalls meine Absicht. Ich habe da eben die Feuerwehr gehört. So. Jetzt könnte man noch hier die halt umstellen. Dann machen wir hier mit Ampeln den Verkehr. Ist das deren Ernst? Was auch weg kann, ist das hier. Denn wir haben hier oben nämlich eine Fahrt rüber. Das heißt, die Fahrzeuge können hier auf der rechten Spur fahren die ganze Zeit. Ohne irgendwie Mist zu machen. So. Die kommen da alle raus. Die fahren da oben alle rein. Wir haben einen super Verkehrsstau. In alle Richtungen. So, eigentlich könnte man das auch zur Autobahn machen. Nee, darum möchte ich schon. So, dann sollten die hier oben schneller langfahren und sich da nicht so lange blockieren. Ja, schön, du hast jetzt da halt
Nur noch deine normale Straße. So, wieso haben wir hier unten eigentlich eine Ampel? Und seit wann? Gut, dann können wir das jetzt hier abreißen. Dann machen wir hier auch wieder die Ampel raus. Hier machen wir dann auch die Ampel raus. Weil die sollten ja den Verkehr auch eigenständig klären können. Ohne irgendwelche fehlerhaften Quellen oder sowas. Sollte es ja möglich sein. Wenn das hier geklärt ist, ist das auch supi. Hier will natürlich jetzt keiner hinziehen. Das ist sowas von typisch. Was ist, wenn ich den Bahnhof jetzt abreiße? Sind die ganzen Autos dann weg? Wahrscheinlich. Nein, ich reiße den nicht ab. Das wäre gemein. So, was man natürlich machen kann, damit der Verkehr noch besser läuft, dass nur noch Einbahnstraßen machen, aber dann kommen die Fahrzeuge von da oben halt nicht mehr zurück. Das wäre da auch ein bisschen blöd. Ich hoffe, ein paar Fahrzeuge fahren jetzt halt ja auch noch in die anderen Bahnhöfe, nicht nur in den hier. Weil das doch schon zu viele Fahrzeuge sind, die normal da reinfahren und nicht mehr die anderen Bahnhöfe mitbenutzen, obwohl wir so viele haben. Wieso fahren die denn da immer noch rein? Ich verstehe es nicht. So, okay, hier oben nutzen sie das jetzt auch. Jetzt haben wir das nämlich so, dass die... Oh, hier oben sieht das wunderschön aus so. Dass die ganzen Fahrzeuge hier rumfahren müssen, um da oben reinzukommen, ohne dass wir da irgendein Verkehrsproblem haben. Hier vorne haben wir eh keine Staus. Das ist wunderbar. Und jetzt können die halt auch noch in eine Richtung rausfahren, und zwar hier vorne. Wo es auch lang sollte. Natürlich haben wir jetzt das Problem, dass wir von hier aus nicht darüber kommen, aber das vernachlässigen wir mal, weil wir hier oben die Kreuzung drin haben. So, was man jetzt natürlich, um nochmal ein bisschen Zeit zu sparen, machen kann, ist hier oben die Kreuzung reinzusetzen. Dann haben wir hier natürlich wieder die Ampel drin und da auch. Aber dann kann man die hier in Zukunft abreißen. So, Mahlzeit, ihr fahrt jetzt hier alle noch rüber, aber nicht mehr lange. Und zwar bis zum nächsten Zug, und dann seid ihr nämlich alle wieder weg. Oder wir lassen das einfach so erstmal. Dann fahren die sich hier nämlich ein. Das können wir jetzt hier wegreißen. Genau. Dann fahren die jetzt in eins hier rüber, auch direkt von da. Genau. Soweit passt das ja hier auch. Natürlich haben die jetzt hier wieder Probleme mit dem Einordnen und sowas. Ich bin zu doof und ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, ob sie das nicht schaffen oder einfach nur zu doof sind, sich hier passend einzuordnen. Oder ja, das beschreibt es eigentlich schon am besten. So, da fahren auch ein paar hier oben lang, jetzt hier runter. Dann könnte man sogar die Ausfahrten nochmal neu legen, indem man die dann einfach besser anbindet. Das müssen wir jetzt natürlich drehen. Und hier dasselbe. Dann fahren sie nämlich hier nicht mehr so steil runter wie vorher, sondern etwas, ja, sanfter. Mit Gefühl, der Herr, mit Gefühl. Sagte er, aber er tat's nicht. Er fuhr einfach und fuhr und fuhr. So, jetzt haben wir das ganze Problem hier gelöst. Der Güterbahnhof ist erstmal geschlossen. Wir wollen ja hier den Verkehr drauf leiten. So, hier. Was ist denn hier los? Ohne Witz. Ach, sag mir nicht, die drehen hier alle nur. So, bestände die Möglichkeit, ja, die können eigentlich hier unten drehen, indem wir hier einfach mal die Abfahrten abreißen. Die drehen. Was für Schweine. Oder fahren die hoch und fahren dann wieder runter.
Eigentlich haben die da ihre Auffahrten. Und wenn die da nicht runter wollen, dann tut es mir selber leid. So, was man nochmal machen kann, wie lange machen wir schon? Eine Viertelstunde. Machen wir noch ein bisschen. Weil ich habe halt nicht so viel Zeit normal. Jetzt gerade für YouTube, weil Schule gerade doch im Moment wichtiger ist. Also die letzten 2,5 Monate auf jeden Fall noch. Und dann kann das auch erstmal wieder vernachlässigt werden. Oder Schule ist dann ja nicht mehr so wichtig, dann kann man das so ein bisschen nachlassen. Weil Schule ist dann ja Ende. So. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen können, ist unerportbar. Nee, eigentlich sogar da nicht. So, wir lassen die einfach mal kurz da normal fahren. Dann haben wir hier nämlich ein anderes Problem zu lösen. Und zwar möchte ich dann hier erstens ein wenig Gleise wegnehmen. Und zweitens das dann besser legen. So. Zwar, dass die Züge hier noch normal langkommen, aber halt nicht mehr so steil wegfahren müssen. So, dann machen wir das so. So, so. Und dann zack. Dann haben wir da erstens eine neue Auffahrt. Zweitens können wir dann hier besser lang. Dann wollen wir 1, 2, 3 da hoch. Das Ganze wird ja noch umgedreht. Ich will ja hier rüber natürlich. Das hätten sich jetzt einige schon denken können. So, aber natürlich halt nicht so steil wie hier. Sondern ganz normal. Machen wir auch erstmal komplett statt einwärts nur, weil statt auswärts ist das noch nicht so nötig. Und hier ist eigentlich schon wieder die Steigung viel zu steil, aber mal drauf gesessen und gezeigt, wie der Hase läuft. Und ich hoffe, die fahren jetzt hier auch mal richtig. Oder wir reißen das auch noch mal ab. Nein, ich möchte jetzt hier nochmal das so machen, dass wir hier. Okay, wie konnten wir den hier in der Abfahrt setzen? Jedenfalls da nicht. Und hier. Ah, da kann man drüber reden. Ah, genau. Wieso ist denn da jetzt was im Weg? Dann konnten wir die Ausfahrten machen, konnten wir die hier unter schon anfangen. Nee. Konnten wir die da anfangen? Nö. Ich konnte aber. Okay, mir bleibt keine weitere Chance, außer da anzufangen. Dieser Ort ist bereits belegt. Ja, wieso denn? Okay, wir machen das dann halt nochmal anders. Dann machen wir halt
erstmal das so. Könnte man nämlich. Auch wenn man hier durch es schafft, irgendwie hier lang. Der erste Brückenpfeiler. Den Brückenpfeiler wollte ich da eigentlich nicht mitnehmen. So, okay, dann machen wir das auch noch mal kurz neu, das Stück. Ich will hier nämlich zwei gesonderte Auffahrten haben. Jetzt ziehen wir das einfach auch noch mal gerade, Alter. Was ist denn hier los? So, gerade. Und dann... Und dann kann man mal nach hier gucken. Ja, natürlich kann man das jetzt noch kürzer machen. Ich wollte das doch gar nicht mehr. Zwei, drei. Okay, dann machen wir hier nochmal den Bogen neu. Weil ich ja irgendwie wirklich darüber will. Wie spät, wir sind schon bei 20 Minuten. Okay. Nein, hier wollte ich erstmal lang. So. Dann haben wir hier nämlich auch erstmal die Ausfahrt. Dann machen wir das erstmal so. Wieso ist ein. Okay, ich frage erst gar nicht. So. Dann Ampel weg. Dann müssen wir hier halt noch eine Abfahrt rein. Beziehungsweise, wir haben ja hier nur Auffahrten erstmal, ne? Wir könnten jetzt hier auch eine schöne Abfahrt reinzimmern noch. So, aber das muss dann auch halt geguckt werden, wie man das richtig macht. Und dann können wir hier erstmal da runter. Machen wir meinetwegen hier diese runter. So, und dann haben wir da fast null Probleme. Oder hoffentlich fast null Probleme. Hier ist die Auffahrt jetzt etwas steiler geworden. Oh, wir brauchen jede Menge neue Gewerbegebiete. Hier hinten hatten wir ja noch einen Block frei, ne? Genau. Jetzt zimmern wir das doch erstmal hier zu und dann meinetwegen auch den Teil noch. Das da auch. Und dann kommt hier in die Mitte von den beiden. Dann nochmal eine kleine Wohnsiedlung. Wo dann nochmal ein paar Leute wühlen können. Wenn sie wollen, können sie da wühlen. Hört sich auch ein bisschen komisch an. Wühlen. Ich möchte einmal wühlen, bitte. Ja, 8,30 Euro pro Stunde. Was? Stundenmiete. Auch mal geil.
Wir führen ein. Neue Miete. Stundenmiete. So. Dann viel Spaß da hinten. Dann kommt hier Wohngebiet rein. Man kann meinetwegen da hinten auch das noch rein. So. Dann bauen die sich da erstmal schön aus. Dann haben wir das auch geklärt. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ach du Kacke. Alter Schwede, was ist denn hier für ein... Ach du Heilige, hier ist ja ordentlich was entstanden. Was meckern die hier hinten rum? Nicht genug gebildete Arbeit. Weiter. Was meckert ihr denn hier hinten? Könnt ihr nicht einmal zufrieden sein mit dem, was man euch hier hinstellt? Ich verstehe die Jugend von heute nicht mehr. Alle immer, ich habe hier gar nichts Gebildetes. Ich will gebildet sein. Naja, man soll ja auch gebildet werden. Also machen wir das natürlich. Klar. So. Machen wir das da rein. Und dann brauchen wir hier nochmal eine Realschule. Beziehungsweise Oberschule heißt es ja. Genau. Dann machen wir dasselbe halt hier hin. Und dann könnten wir erstmal hier hinten noch ein Gummi entweder einbauen. Oder ist das überlastet? Nein, das ist... Es hat eigentlich noch Platz. Aber hier oben haben wir halt noch gar keins. Wie kann man dann auch sagen, okay. Wieder setzen wir das halt hier unten hin. Aber dann fahren wahrscheinlich die meisten Leute von da auch hier rüber. Oder wir kredenzen das hier mal schön an die Hauptstraße. Mit ein bisschen Fürsorge geht hier alles. So. Polizei ist okay, Feuerwehr haben wir auch so ein bisschen dafür gesorgt, notfalls halt da nochmal. Dann Krankenbildung, ja, da oben hatten wir das soweit. Dann nutzen wir hier den Platz mal sinnvoll mit dem Friedhof und dem Krematorium. Und ihr kriegt jetzt, weil er da hinten die ganze Zeit schon meckert, unsere erste Stromversorgung. Genau, und da fährt noch nichts hin. Dann haben wir das auch fertig. Ach scheiße, jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Gut, das war's dann für diese Folge. Ach du Kacke, Alter. Ach du Kacke. Vielleicht sollten wir hier oben nochmal eine Ausfahrt auf die Autobahn drauf bauen. Das wäre es. Das wäre echt was. Und fahren hier nämlich nicht mehr so viele rum. Wieso fahr... Oh Gott, ich frage erst gar nicht, wieso der da lang fährt. So. Hier oben ist auch eine Ampel. Deswegen. Ich dachte, wir haben da keine Ampel mehr. So, dann sollte sich das hoffentlich hier mal aufteilen. Wieso fährst du denn da lang? Du kannst doch da runter. Genau, ihr teilt euch jetzt hier erstmal alle auf. Ganz niedlich und brav, wie ihr alle seid. Ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. Wir haben schon wieder viel zu viel Gewerbenachfrage. Dann bauen wir halt nächste Folge hier so ein bisschen aus. Hier können wir dann endlich das Industrieviertel rausschmeißen komplett. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich wieder bei allen, die eingeschaltet haben. Und freue mich auf nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Betonung. Das war die einzige Folge für heute. Morgen kommt auch nur eine. Und Samstag läuft es hoffentlich wieder normal. Bis dann, eine wunderschöne Zeit. Und ciao.